der Nordosten Dortmunds. Eine Perle schlummert auf mittelalterlichen Fundamenten. Das Friedensfest am 8. Mai 2022 mit dem Pflanzen junger Sonnenblumen ist eine der ersten Aktionen eines neu gegründeten Vereins. Ein altes Haus mit neuem Leben füllen. Das haben sich engagierte Bürger des Stadtbezirks Dortmund-Scharnhorst zur Aufgabe gemacht. Gegründet wurde unser Verein, übrigens initiiert von der Stadt Dortmund, im Oktober 2021. Hauswenge Landstrop e.V., das sind interessierte Bürgerinnen und Bürger mit einem gemeinsamen Ziel. Über Partei- und weltanschauliche Grenzen hinweg, Hauswenge mit neuem Leben zu erfüllen, Hauswenge zu einem Bürgerzentrum im Stadtbezirk Scharnhorst zu entwickeln. Welche Wünsche verbinden die Anwohner mit dem neuen Bürgerzentrum? Ich finde es sehr wichtig, dass die Kinder hier in Landstrop lernen, was ist die Natur und in was für einer Natur lebe ich. Als Pharmazeutin eine Herzensangelegenheit wären Gesundheitsvorträge. Offene Veranstaltungen für alle Bürgerinnen und Bürger unseres Stadtbezirks, Theaterabende, Musikveranstaltungen. Oder auch zum Beispiel Airbrush-Workshop oder Fahrradwerkstatt. Oder auch musikalische Früherziehung. Zum Beispiel eine Ecke, wo man Musik hören kann. Veranstaltung des Vereins in und um Hauswenge herum. Könnten wir schon vorstellen, da vielleicht so Brettspiele und so. Stühle oder eine Couch, wo wir uns dann hinsetzen können und lesen können. Vielleicht ein Raum so ein bisschen wie ein Museum gestaltet, dass man sich die Geschichte von Landstrop einfach mal wirklich anschauen kann. Ausstellung von regionalen Künstlern, Vorträge, Diskussionsrunden. Dann würde ich mir wünschen Erste-Hilfe-Kurse. Treffpunkt für die Gruppen und Vereine hier im Dortmunder Nordosten. Und Escape Rooms für Jüngere, um das halt attraktiv zu machen für unsere nächste Generation. Ob all diese Vorstellungen und Wünsche umgesetzt werden können, wird sich noch herausstellen. Nur so viel ist sicher. Sie beziehen sich auf ein ganz besonderes Haus im nordöstlichsten Ortsteil Dortmunds, dem Hauswenge in Dortmund-Landstrop im Stadtbezirk Scharnhorst. Das Gebäude, das zweifelsohne das Schmuckstück des Ortes darstellt, kann auf eine Geschichte zurückblicken, die bis in das späte Mittelalter zurückgeht. Es fußt auf den Grundmauern einer mittelalterlichen Wasserburg mit Pfahlgründung und war über Jahrhunderte hinweg der Mittelpunkt des späteren Dorfes Landstrop. Die ältesten Mauern sind bereits über 800 Jahre alt und wurden von Goswin und Johann von der Wenge erbaut. Noch bis ins 20. Jahrhundert hinein hatte das Haus Wenge einen mächtigen Einfluss auf die Geschicke des Dorfes. Und noch bis in die 1950er Jahre hinein pachtete Franz Wedmer vom Hof Schulze Wedmer aus Altlünen das einst adelige Haus. Franz Wedmer Junior erinnert sich. Über 100 Jahre waren wir hier auf diesem Hof. Ja, und wir waren ja insgesamt, wir waren 7 Kinder. Für uns, muss ich auch sagen, eine sehr schöne Zeit hier zu leben. Wir saßen immer viel hier auch auf der Treppe. Und dann hatten wir da unten, war so ein kleiner Raum, da war so Rosinen und Dörrpflaumen und sowas, Dörrobst war da. Und ich hatte mir unter meinen Hut oder meine Kappe hatte ich mir Rosinen drunter gestoppt. Und dann, aber damit das nicht auffiel, hatte ich den Hut aufgesetzt und dann hier raus und da stand mein Bruder. Und dann waren wir am Albern hier vorne und der zog mir den Hut ab und da waren die Rosinen alle drunter und die flogen alle her. Aufgeflogen? Ja, ja, da waren wir aufgeflogen. Kindheitserinnerungen an eine besondere Zeit mit besonderem Stellenwert für das Haus. Es war ja so, auch das ganze Dorf war ja im Grunde genommen beschäftigt hier auf Hauswenge. Ja? Man kann sagen, es war der Mittelpunkt, ja, auch hier im Dorfe. Nicht zuletzt aus dieser Verantwortung heraus wurde gelebt und gehandelt. Wenn einer vor der Haustür stand, der kriegte was und der kriegte zu essen. Ja? Und das wurde nie abgeschlagen. Besonders im Zweiten Weltkrieg war die Not groß. Auch wenn das Anwesen von direkten Bombeneinschlägen fast gänzlich verschont wurde, eine traurige Erinnerung ist geblieben.
Und dann kam akuter Alarm, da sagt mein Vater, lauf du nach Hause. Und ich war noch nicht ganz zu Hause, da fielen schon die Bomben. Hier war der Eingang zum Garten und da war auch das Gartenhaus. Da krachte es schon, da sind wir im Keller gestürzt. Bomben fielen, weil man wollte Gneisenau damals treffen immer. Dann da ist das Backhaus, was da war, wo sie das Obst gedörrt haben und so weiter. Dass ich das Volltreffer gekriegt habe. Und da sind drei Leute gestorben. Nach der Zerstörung im Spanischen Krieg 1598 und dem folgenden Wiederaufbau ein Tiefpunkt in der Geschichte des ehemaligen Adelssitzes. Den Opfern der Angriffe gedachte man auch auf dem Anwesen in der eigenen Kapelle. Da war die Kapelle mit dem, das neue Gebäude nannten wir, das ist ja später gebaut worden. Die Toten kamen da und wurden dann auch da drei Tage aufgebahrt. Die Kapelle war das jüngste der vielen Nebengebäude auf dem Gelände. Von Zeit zu Zeit verweilten die adeligen Eigentümer auf dem Besitz. Die Baronin von Wengewulfen, das hatte mir meine Eltern erzählt, die, wenn die auf Besuch kam, hatte die da ihre Pferde drin. Der Graf, wenn er kam, der wohnte hier oben auf dem Grafenzimmer. Nur noch selten bekam die Landbevölkerung die hiesige Aristokratie zu Gesicht. Dem einen oder anderen mochten die vornehmen Erscheinungen mitunter verstörend gewirkt haben. Und dann kam das Fräulein von der Wenge immer mit einem Glaskrug und holte da frisches Wasser aus dem Brunnen. Ja, sie musste dann in die Michaelstraße rein, war vor der Kirche her. Das muss irgendwo besser geschmeckt haben als an der Wenge, das Wasser. Und dieses Fräulein von der Wenge, das hatte immer schwarze, lange Handschuhe an. Und dann hat mein Papa immer Angst bekommen und ist dann immer weggelaufen. Kann man sich ja vorstellen, Kinder und dann schwarze Hände, da hat er Angst bekommen und ist dann immer weggelaufen, wenn das Fräulein von der Wenge kam mit ihrer großen Glaskrug und holte Trinkwasser. Ja. Und als das Fräulein von der Wenge nicht mehr kam, war es gut, da hatte er keine Angst mehr. Es sind diese überlieferten Erzählungen, die uns erhalten bleiben. Von dem einstigen Gebäudeensemble mit Ställen, Nebengebäuden und einer Kapelle blieb lediglich ein einzelnes Herrenhaus und Teile der alten Gräfte im Park erhalten. War auf einmal nachmittags war das große Aufruhr, es flogen die Flammen oben aus dem Giebel heraus und es war am Brennen. Und die Flammen schlugen oben aus dem Dach und dadurch ist dann der Kuhstall wie der Pferdestall oben abgebrannt im Giebel und darum ist das dann die Stallungen alle abgerissen worden. Wohl nur wenig erhaltenswürdig erschien den Stadtvätern seinerzeit der klägliche Rest des Gutes, der bis dahin erhalten geblieben war. Wenn mein Vater nicht darauf gepocht hätte, dass das Gebäude Haus Wenge unter Denkmalschutz gekommen wäre, wäre es wahrscheinlich auch weggekommen. Und so ist das Gebäude heute das einzige erhaltene Adelshaus aus dem 16. Jahrhundert in gotischer Form und zugleich das älteste Backsteingebäude Dortmunds. Mit ausschlaggebend für die damalige Denkmalschutzentscheidung war ein Meisterwerk der Zimmermannskunst, der riesige freitragende Sparrendachstuhl, der bis heute ohne Stützen und Pfetten auskommt. Er wird nur durch Holznägel zusammengehalten und ist einmalig in ganz Nordrhein-Westfalen. Und so steht der einstige Rittersitz heute unter Denkmalschutz, ungenutzt allerdings. Ja, ich möchte mir eigentlich wünschen, dass es erhalten bleibt, vor allen Dingen für gute Zwecke. Und so hat jeder seine eigenen Wünsche und Vorstellungen für die Zukunft des Hauses. In einem Punkt sind sich jedoch alle einig. Es ist für Landstrop ein wirklicher Mehrwert, ein großer Gewinn. Ich freue mich ganz besonders, dass dieses Haus wieder zum Leben erweckt wird. Ein wunderbares Gebäude. Mit einer Menge Platz für zahlreiche Aktivitäten, auch außerhalb der Räume, zum Beispiel im Park. Oder in einem stilvollen Ambiente,
Lese- und Kulturangebote durchzuführen. Erwähnt werden muss natürlich halt auch das geplante Ambiente Trauzimmer. Es ist im großen Saal hinter den Steinkreuzfenstern zur Nordseite des Hauses vorgesehen. Von der schnellen Umsetzung dieser Möglichkeit hängen Lebensplanungen ab, so heißt es. Wir sind zugezogen nach Landstrop und wir würden uns wünschen, nächstes Jahr im Sommer hier in Haus Wenge heiraten zu dürfen. Und so kann man nur hoffen, dass dieser und alle anderen Wünsche baldmöglich in Erfüllung gehen werden, sodass es nicht nur bei einem verstohlenen Blick hinter die altehrwürdigen Mauern bleiben muss. Heute, Stand der Aufnahmen Juni 2022, kann das Haus öffentlich noch nicht genutzt werden. Aber wir hoffen, dass die für die öffentliche Nutzung notwendigen Baumaßnahmen bald abgeschlossen werden können und dass dann das neue Leben in Haus Wenge als Bürgerzentrum in unserem Stadtbezirk Realität wird. So wie aus zarten Pflanzen prächtige Sonnenblumen emporgewachsen sind, so soll aus alten Mauern ein Haus der Begegnung werden. Haus Wenge, Landstrop e.V.